Guten Morgen euch allen zusammen. Am Dienstag, dem 12. Mai, heute stehe ich mal nicht in der Kirche, sondern heute stehe ich hier in unserem Gemeindezentrum. Hinter mir das alte Logo von Go for Peace. Das hier ist das neue und es stammt noch aus dem Jahr 2015, denn wir haben da ein ganz großes Camp hier gemacht mit über 130 jungen Leuten aus 28 verschiedenen Nationen und wir haben für den Frieden gelebt. Wir haben ihn erlebt und wir haben wirklich Wege gefunden, wie man in den Frieden finden kann. Denn Friede ist ein leises Geschehen. Krieg ist laut, aber Friede ist ein ganz leises Geschehen. Jesus sagt in dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Also Jesus hat uns seinen Frieden hinterlassen und als der Auferstandene bringt er ja immer den Frieden, wenn er kommt und sagt, der Friede sei mit euch. Aber wie schon gesagt, der Krieg ist laut, der Friede ist leise. Ich glaube, es braucht wirklich Zeit, um ganz da zu sein. Nicht mit den Gedanken schon wieder irgendwo zu sein, über alle 7 Berge oder bei der nächsten Aufgabe oder bei dem nächsten Menschen. Nein, wenn ich Frieden und für den Frieden leben will, dann muss ich lernen, ganz da zu sein, hier und jetzt, so wie ich bin. Gestern hatte ich wieder ein wunderschönes Gespräch, weit über 3 Stunden lang mit einem Menschen. Und da war auch viel Schweres, was es irgendwie anzuschauen galt und was es ins Licht zu bringen galt. Aber wir waren ganz da, wir hatten Zeit für den Frieden und es war ein so tiefer innerer Friede für uns, weil wir dieses Go gelebt hatten, uns aufeinander zubewegt hatten, natürlich mit Social Distance, und dann richtig Zeit genommen hatten und auf einmal spürten wir, der Friede war da und dieser Friede ist immer Jesus unter uns. Und für mich als Priester sind die schönsten Augenblicke, wenn jemand sich durchgerungen hat, mal alle Schuld in einem Beichtgespräch loszulassen und einfach zu kommen oder anzurufen und auf einem Spaziergang oder in der Kirche oder irgendwo anders mal alles loszulassen, was da ist. Dann spüren wir auf einmal, es löst sich etwas. Ich kann ganz da sein, so wie ich bin und wie Gott mich geschaffen hat. Ich muss nicht gut sein, ich muss einfach da sein. Und wenn ich dann so da bin, wie ich bin, dann schaut mich Gott an mit einem Blick voller Liebe und aus dieser Liebe entspringt der Friede in meiner Seele, der sich unter uns ausbreiten kann und den ich dann durch Jesus in diese Welt bringen kann. Gestern schickte mir eine junge Frau eine wunderschöne Erfahrung, was für sie Beichte bedeutet. Wenn es euch interessiert, geht mal auf die Homepage www.kirche-am-kreuz.de. Dort unter den Sakramenten, unter Beichte, findet ihr diese wunderschöne Erfahrung. Also, Friede braucht Zeit. Es braucht Zeit für Frieden, Time for Peace. Nehmen wir uns heute diese Zeit, um ganz da zu sein, für uns selber, miteinander, unter den liebenden Augen Gottes. Zeit für Frieden, Time for Peace.